Hallo, ich bin Yannick. Ich bin seit Januar gelernter Elektroniker für Betriebstechnik, habe hier meine Ausbildung absolviert. Ja, und ich bin Michael. Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr. Ja, und ich habe jetzt noch bis nächstes Jahr Januar, bis zum 31.01. Dann bin ich auch mit der Ausbildung durch. Und jetzt momentan hat mich Yannick ins Prüffeld eingelernt. Beziehungsweise lerne ich ihn gerade noch ein. Ich bin jetzt fertig, jetzt kommt der Nachfolger, weil die Azubis diesen Teil vom Prüffeld immer übernehmen sollen nach einer gewissen Zeit. Das ist eine Abteilung, wo auch hauptsächlich die Azubis bauen. Und dann später sollen sie natürlich das Ganze auch lernen zu prüfen, dass sie hier ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen und halt auch die Technik hinter den Schränken wirklich verstehen. Ja, und da zeige ich jetzt Michael so ein bisschen, wie das funktioniert, damit er dann mich ersetzen kann und dann später das wieder an den Nächsten weitergeben kann. Damit jeder soll auch einmal im Prüffeld gewesen sein, das mal kennengelernt haben und sagen, okay, will ich das nach meiner Ausbildung machen oder will ich lieber weiter bauen, sodass man sich ein bisschen besser orientieren kann. Und ja, da bringe ich Michael gerade so ein bisschen was bei, damit er das hier zukünftig leiten kann. So, hauptsächlich läuft das dann so ab, dass ich quasi einmal so eine Prüfungstabelle habe, die ich quasi durchlaufe. Auch so lernt man halt sehr, sehr viel dazu, besonders wenn man muss halt verstehen, wenn zum Beispiel Fehler vorliegen beim Bauen, zum Beispiel wenn man sich falsch irgendwas verdrahtet hat, dann muss man halt wissen, wo diese Fehler sind. Man muss die aussortieren können, um zu sagen, okay, da ist der Fehler, um ihn dann beheben zu können. Und das lerne ich halt hier. Alles, was man am Ende gelernt hat, muss man hier quasi beim Prüfen auch anwenden können. Das heißt, sehr viel von der Schule, von den ganzen Themen, die man gemacht hat, bring ich hier etwas. Ja, das Wichtigste ist halt, was du in der Schule gelernt hast, das ist ja das, was du jetzt anwendest, weil du die Technik dahinter, die ganzen Betriebsmittel musst du kennen und zu wissen auch, wie die auslösen müssen, was muss passieren. Und du hast den ganzen Bauteil drin, den du vorher hattest, weil du musst ja kontrollieren, haben die Leute das auch richtig gebaut. Wenn du die Anlagen nicht gebaut hast, weißt du natürlich auch nicht, wie das dann aussieht. Ich finde, dass das schon viel Verantwortung ist. Also ich finde es aber auch gut, dass ein Auszubildender das halt zugetraut wird, dass er halt auch andere Auszubildende quasi korrigieren darf und auf die Fehler hinweisen. Und selbst hier im Prüffeld zu arbeiten, finde ich auch ziemlich gut. Also ich finde das sehr fördernd, muss ich sagen. Und dass man auch sehr, sehr viel alleine nur im Prüffeld jetzt auch dazulernt. Das, was halt auch schulisch und allgemein jetzt in der Firma quasi, wenn man nur die Anlagen baut, vielleicht nicht mitbekommt. Sobald Michael mit seinem, sozusagen jetzt der Einlehrung fertig ist und er das alles alleine handeln kann und das alleine übernehmen kann, das ganze Prüffeld, dann werde ich ins große Prüffeld gehen, da wo die großen Schränke geprüft werden und werde da mal mein Glück versuchen, beziehungsweise werde ich dann da eingelernt und dann will ich da weiterhin arbeiten. Wenn es alles klappt, so wie ich es mir vorstelle, dann würde ich gerne erstmal hier weiterarbeiten und auch dann erstmal ins Prüffeld gehen wollen. Also ist das quasi das, was ich später nach meiner Ausbildung machen will.